langsam. Suchst du was Bestimmtes? Das wird jemand anderes gut gebrauchen können. Man weiß nie, wann man es mal gebrauchen kann. Hast du schon alles gesehen? Nun muss ich gehen. Auf bald. Manche für dich beten? Das kann alles sein. Ein schönes und angemessenes Fest, mein Herr. Danke. Möge das Mahl ein gutes Zeichen für East Englers Zukunft sein. Das sieht dir ähnlich, einen König auf seiner Hochzeit warten zu lassen. Immerhin bin ich gekommen. Ein Teil von mir war schon besorgt. Ich bin des Essens und Mets wegen hier. Gibt es auch eine Hochzeit? Oh ja, die gibt es. Was Elmenham zu bieten hat, wird dich nicht enttäuschen. Gut siehst du aus, Oswald. Wie ein Mann, der gleich eine stärkere Frau ehelicht. Wirklich? Ich bin nämlich äußerst nervös. Von allen Schlachten, die ein Mann schlagen kann, ist die gegen ihn selbst die schwierigste. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Und fortan tragt ihr diese Namen. Oswald von Elmenham, erster seines Namens. Rechtmäßiger König von East Engla. Und Lady Valdis, Seele, Schwert und Schönheit dieser Lande.
Du hast es geschafft, Statthalter. Nun sitzt dein König auf dem Thron East Englas. Du bist auch ein Teil dieses Liedes. Das haben wir zusammen erreicht. Nun kannst du weiter träumen. Von Feuern und Helheim. Irgendwann bin ich vom Weg abgekommen. Ich weiß nicht wann. Ich will nicht hier sein, das wollte ich nie. Dies war Halfdans Traum. Er befahl mir, ihn wahr werden zu lassen. In meinen Träumen bin ich auf dem Meer. Weißt du noch? Den Wind im Bart, Salz auf den Lippen. Nach diesem Leben sehne ich mich. Ob ich es finde oder nicht, das wird die Zeit zeigen. Bis dahin lass uns fressen und saufen und die Schmerzen vergessen. Eivor, Lust auf eine Herausforderung? Eivor! Wolfsmal, sieh da, meine Krüge. Da stehen sie. Auf diese Entfernung nicht kaputt zu kriegen, oder? Doch, sicherlich, Brodir. Wenn meine Waffen sie bitten, brechen sie. Selbst nach so viel Met? Wenn es dir gelingt, erhältst du eine Belohnung. Halt die Augen lang genug offen, damit du mir zusehen kannst, du besoffene Laus. Aufgabe für das Wolfsmal, so wie alles. Ach, kaum eine Herausforderung. Beeindruckend, beeindruckend. Hier, wie versprochen. Nun hab Spaß beim Fest. Skål, Eivor! Lass uns trinken! Ja, toll! Trink mehr! Langbein! Schließ dich uns an, Langbein! Ah, meine Kurzbeine. Wie ich sehe, geht es euch gut. Natürlich! Es gibt jetzt mehr als genug Kuchen in ganz East Anglia. Für Langbeine und Kurzbeine. Da ist kein Ale in deiner Hand. Lass uns das Problem lösen. Es erfordert schon einen ganz besonderen Schneid zu trinken, bevor der neue König es tut. Ja, ein Schneid wie den deinen. Auf Odin und seine Ruhmestaten. Und den neuen König von East Anglia. Möge seine Herrschaft lang und gut sein. Nicht schlecht, Wolfsmal. Ich wette, du könntest nicht mehr trinken als ich, selbst wenn du wolltest. Du hast schon verloren. Trotzdem eine Herausforderung. Was sagst du? Ich trinke dich unter den Tisch. Selbstsicher, was? Mal sehen, was du gegen das Alebeast aus East Anglia ausrichten kannst. Und wir machen es spannend. Bist du auch so frech, wenn du Silber setzen musst? Was meinst du? Silber? Welch kleines Ziel. Tun wir es für die Skalden, die Lieder über unsere Bäuche singen werden. Dann mögen unsere Wampen ewig in ihren Sagas leben. Komm, erwecken wir eine Legende zum Leben. Ich stehe Oh!
Aber ich bin stärker. Mehr Glück beim nächsten Mal, Eivor. Und mitten in den Hochzeitsfeierlichkeiten habe ich meine Stimme wiedergefunden. es ist einfach so, dass ich... Seid ihr alle so laut? Nee, ich hatte jetzt einfach nicht die Möglichkeit, mit Mikrofon aufzunehmen. Also nicht aus technischen Problemen, sondern aus... Schreit mich doch nicht so an. Sondern aus anderen Gründen. Weil es einfach, naja, den Räumlichkeiten geschuldet halt nicht möglich war. Eivor! Etwas süßer Wein für ein süßes Schwein. Rumzuquasseln. Komm zu mir! Naja, ich sitze mit meinem Rechner im Wohnzimmer, ich habe leider kein eigenes Spielezimmer. Und wenn dort die Frau zu Hause ist und Fernsehen gucken will und ich dann nebenbei quatsche, das macht sich nicht ganz gut. Und ihr würdet dann auch nebenbei Fernsehen hören und so. Und, naja. Nee, ich hatte jetzt erstmal so weiter gezockt, um einfach wieder. Um einfach wieder an meine letzte Spielstufe ranzukommen, bevor mein Account gehackt wurde. Und. Ja, nun ist es blödsinnigerweise, also deswegen sind die letzten Folgen so zusammengestückelt, weil ich bloß interessante Sachen mal aufgenommen habe, Rätsel und sowas. Nun ist es aber blöderweise so, dass ich in eine Quest reingestolpert bin, die ich gerade laufen hatte, wo mein Account gehackt wurde und habe dann irgendwann festgestellt, ups, scheiße, das habt ihr ja noch gar nicht gesehen, das ist ja jetzt bla bla bla. Und deswegen bin ich dann später wieder in die Quest eingestiegen. So, was hat denn der Kollege hier? Über was will er mit mir reden? Ich habe wieder vom Ruhm gekostet. Und der schmeckt gut. Die sagen gern, dass er unergründlich ist. Sieh, der Mond! Jetzt ist er unbesorgt. Doch eines Tages wird er von einem riesigen Wolf verschlungen und die Nacht wird auf ewig schwarz sein. Geht es dir gut? Ich habe endlich wieder Ruhm geschmeckt. Und der war köstlich. Freut mich zu hören. Dann... Ich fühlte mich immer wie Skyll oder Hati. Ständig auf der Jagd, um Halfdans Wünsche zu erfüllen. Doch nun habe ich Sonne und Mond gefangen. Ich hab sie und nun... Ich weiß nicht. Du kannst sie gehen lassen. Segle an neue Ufer. Mein Langschiff ist in Walhall. Oder hast du unser kleines Feuerchen vergessen? Na komm, bringen wir dich wieder auf festen Boden. Irgendwie dreht sich alles. Genieße die Feierlichkeiten. Hol Finn vom Dach herunter. Das machen wir doch. Du bist sehr stark. Du bist sehr groß. Mit ihm auf der Schulter können wir hier durch die Gegend springen. Auch nicht schlecht. Und weiter runter. Ja. Hopsala. Es tut mir leid, Eivor. Ich hatte einen letzten Ruhmesmoment. Ich sollte glücklich sein. Ich bin glücklich. Danke. Es war noch nicht der letzte. Nicht der letzte. Eieieiei. Fette Grafikbugs. Aber das wird für Ubisoft nie in den Griff kriegen. Muss ich jetzt allen Ernstes nochmal dieses scheiß Saufspiel machen? Nee, okay. Seht nur, wie leichtfüßig ich bin! Eckische Äpfel. Eber steht für Fruchtbarkeit. Mann. Hast du das gewusst? So wie Frey. Worauf willst du hinaus? Du beeindruckst mich, Eivor. Deine Weisheit in der Schlacht. Deine Willensstärke. Deine vielen Fähigkeiten. Und doch frage ich mich, ob ich eine Fähigkeit besitze, mit der ich dich beeindrucken könnte. Auch ein Narr kann andere etwas lehren. Selbst wenn er sich dessen gar nicht bewusst ist. Ja, ja. Aber ich könnte dir zeigen, wie man meinen Knüppel führt.
Du willst das Bett mit mir teilen? Ach, naja, man kann ja mal so zwischendurch. Sprich es einfach aus, Speerständer. Du willst mein Feld pflügen. Darum geht es doch. So ist es. Kommst du mit? An einen bequemeren Ort. Einen guten Pflüger findet man selten. Geh voran. Man kann da mal ein bisschen Spaß haben, ne? Und soweit ich das als Mann beurteilen kann, sieht da ja auch nicht schlecht aus. Schon fertig? Das ist ein, zwei Verse im Lied eines Skalden wert. Daran werde ich mich lange erinnern, Eivor. Brudier, Bruder, was ist da der Unterschied? Das werde ich auch, Brudier. Brudier? Ich bin nicht Brudier. Bei Buris Eiern, du dachtest, ich wäre mein Bruder? Ganz Ups. Ehrlich, ich habe gar nichts gedacht. Das nenne ich kalte Dusche. Genug von Spaß und Spiel. Ich sehe nach, wie es Oswald geht. Also mal ganz ehrlich, ich meine, hier fliegen Köpfe, hier werden Schädel gespalten, das Blut schießt in Fontänen. Und wenn die beiden sich mal miteinander vergnügen, dann wird beschämt weggeblendet. Also ich weiß ja nicht, passt sie wirklich. Eivor, ich werde gleich zu unseren Gästen sprechen. Du sollst auch dabei sein. Bisher war es eine angemessene Feier. Und hattest du schon genug Spaß? Ich bin bereit für deine Rede ans Königreich. Gut, komm. Komm mit mir. Freunde, verehrte Gäste. Wir haben schwere Zeiten durchgestanden. Für uns schien es nur Verlust und Leid zu geben. Und doch ist es nicht der Krieg, der uns eint, sondern das Mitgefühl. Mögen wir stets das Mitgefühl vorziehen, selbst wenn der Feind diese Tugend ablehnt. Meinen dänischen Freunden und Nachbarn spreche ich meinen Dank für ihre Tapferkeit während unseres gemeinsamen Kampfes aus. Und meinen Mitchristen wünsche ich, dass wir weiterhin als Beispiele für die Gnade Gottes stehen, als Lichter im Dunkeln. Ich sehe East Englas Zukunft vor mir. Genau hier, in euch allen, egal ob Dänen oder Sachsen. Auf unsere Zukunft! Deine Beleidigungen sind immer noch schwach, aber Mut hat dieser König. Und auf Eivor, ohne die nichts von alledem möglich wäre. Im Namen East Englas, möge dieser Ring für unser Bündnis mit dem Rabenclan stehen und für alles, was sie für uns getan haben. Hast du noch ein paar weise Worte für uns? Oswald wird ein guter König sein. East England ist jetzt sicher. East England. Ups. Ich sonne mich nicht im Siegesglanz eines anderen. Doch ich sage euch dies. East England ist sicher. Unter seinem Schutz, unter seiner Führung, unter seinen Fittichen, unter dem guten König Oswald, seid ihr für viele Monde in Sicherheit. Auf Oswald! Skål! 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 So, liebe Leute, und jetzt beginnt das Hochzeitsrennen. Denkt daran, das Brautpaar muss auf jeden Fall gewinnen. Hochzeitsrennen? Seid ruhig und macht euch bereit für das Hochzeitsrennen. Der König und die Braut gegen alle anderen. Mein König, Na toll. Die Schafe, die mich bewachen sollten, wurden geschoren. Oswald! König der Schafficker, zeig dein Gesicht! Ich fordere dich! Ich nehme an. Oswald ist König und ein König braucht einen Recken. Ich werde für ihn kämpfen. Er forderte mich heraus.
Du hast einen noch härteren Kampf vor dir, Herr. Du musst East Engla wieder aufbauen. Und ein toter König kann sein Eid nicht halten. Lass mich das beenden. So sieht's aus. Was, du feiges Sachsenschwein? Ich töte das Wolfsmaul und häng dich an deiner eigenen Zunge auf. Ja. Geh mal in die Quere. Oh, ich nach mir. Das war er schon. Ich wünschte, es wäre nicht so weit gekommen. So viel Zorn, so viel Tod. Doch leider ist es so gekommen. Du verlässt uns? Das sollte ich. Dein Hochzeitstag verdient Ruhe und Frieden. Beides kann ich heute nicht bieten. Eivor, East Engla steht in deiner Schuld. Ich versprach dir ein Bündnis. Und nun sollst du es haben. Geil. Eines Tages werde ich dieses Bündnis in Anspruch nehmen. Ich sollte Finn suchen, mich verabschieden, bevor ich gehe. Also die Bündnisquests machen Spaß, muss ich sagen. Die sind richtig geil. Ja, und in den Zwischensequenzen, also die Nahaufnahmen von den Gesichtern zum Beispiel, sind alleroberste erste Sahne. Aber so diverse andere Situationen, also... Da frage ich mich, gerade so eine, wie nennt man das, wenn irgendwelche Materialien in anderen verschwinden und sowas, das geht gar nicht heutzutage. Und vor allen Dingen wenn man 2 Jahre entwickelt, ich meine, gut, Recherche und sowas braucht natürlich auch viel Zeit. Aber die technische Umsetzung, die ist noch sehr verbesserungswürdig bei Assassin's Creed. Da gibt es heutzutage deutlich Besseres. Aber wie gesagt, in den Zwischensequenzen, die Gesichter und so in den Aufnahmen, alter Falter. Mega geil, hochauflösend, detailliert, jede Gesichtspore, die Augen, die Irre sind alles. Geil. Bruder? Bist du sicher? Oder rätst du nur? Kümmere dich gut um deinen König, mein Freund. Er wird dich in den nächsten Jahren brauchen. Ja, er wird ohne Angst leben. Mein Bruder und ich werden dafür Sorge tragen. Sprich mit Finn. Ah, sei gegrüßt, Eivor. Du verpasst die Feierlichkeiten. Ich habe genug. Sie sind ebenso für dich wie für Oswald. Du bist schon wieder fit. Ich war ein gebrochener Mann, Eivor. Vor all dem dachte ich, ich sterbe als müder alter Versager. Doch nun brennt mein Herz wieder mit neuem Feuer. Ich will laut leben und laut sterben. Ruhm schert sich nicht ums Alter, Finn. Segle mit mir. Mein Schiff kann weise Köpfe und starke Äxte immer gebrauchen. Gemeinsam? Gemeinsam. Ich packe meine Sachen. Hochzeitsmänner. Hochzeitsfeuer abgeschlossen. Okay. Rum. Nee, was so krass ist, wie die Geschichte von Tran Oswald. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Oh, geile Geschichten fürs Schiff haben wir jetzt. Wow. Das müssen wir schon noch rauskriegen, wie wir überhaupt unser Schiff, unser Langboot aus- und aufrüsten können.
Das ist komisch, ne? Ich bin jetzt zur Stufe 103. Und wo ich gehackt wurde, war Stufe 113. So, da hatte ich schon Valhalla komplett durch. Und in Valhalla bin ich jetzt in dem Spieldurchgang noch gar nicht gewesen. Helheim-Schilde, Helheim-Segel, Helheim-Rumpf, Helheim... Was? Stevenkopf, Helheim-Heck. Also können wir unser Schiff komplett umgestalten im Prinzip. Ja, wie gesagt, ich war da noch gar nicht in, war noch gar nicht in Valhalla in diesem Spieldurchgang. Feuerwiderstand, das ist cool, das kann man gut gebrauchen. Attentatsschaden. Ja, wie gesagt, 113 im ersten Spieldurchgang und Valhalla schon komplett durch und jetzt Stufe 103 und ich war noch gar nicht in Valhalla. Wie kann ich denn das Schiff ausrüsten, umgestalten, aufrüsten? Das würde mich echt mal interessieren. Das ist mir im Moment noch ein Rätsel. Weil das haben wir zwar jetzt im Inventar, aber... Ja, hier kann ich jetzt nichts damit machen. So, ansonsten haben wir aber... Ja, Köcher haben wir im Inventar, Pfeile kann man immer gebrauchen. Aber hier habe ich halt ist ja kein Schiff und nicht. Tutorials. Verbessern, ausrüsten. Waffen. Haupthand. Nebenhand. Zweihandwaffen. Bogen. Okay. Und Verbesserungen. Angezeigt hätte genug Material. Verbesserung der Ausrüstung. Verbesserung des Köchers. Naja, das weiß ich ja alles. Erstatte Randvieh-Bericht. Okay. Achso, warte mal, ich wollte ja erstmal hier gucken, was wir noch einsacken können an Rohstoffen und ähnlichen Schätzen und so weiter und so fort. Verschlummern da bestimmt nur Truhen mit Material und sowas. Ah, da oben, siehst du? Ich weiß, Mutter. Ich kann jetzt endlich Frieden einkehren. Soll das da rüberspringen? Also in Odyssey fand ich ja scheiße, dass die NPCs und ähnliches immer so leise waren, aber hier muss ich sagen, sind sie mir stellenweise zu laut. Alter, verstehe ich mich selber nicht. Da gibt es noch was zu lesen. Tagebuch eines Edelmanns. Unablässig habe ich auf dieses Ehebündnis hingearbeitet und nun der Tag naht. Ergreifen mich Zweifel. Ich sorge mich, unwürdig zu sein. Als König, als Gemahl, selbst als Liebhaber. Und diese Frau soll meine Frau sein. Politik allein ist nicht genug. Eine Frau wie Waldes verdient mehr. Ein Gedicht vielleicht? Nein, nein. Oder sollte ich doch? Tja. Man weiß es nicht. Sieh mal nach, Sühnen. Aha, da gibt's noch was. Was ist denn das?
Kirsch ist gar nicht. Schwach. Aha. Aha. Mir zwar nicht, aber wir legen es mal da hin. Wir brauchen ja jetzt wieder Explosives und ich sehe auch schon, wo wir das finden. Kann das sein, dass wir hier schon im ersten Spieldurchgang waren und ich mich damals dumm und dämlich nach diesem Scheißding gesucht habe? Kommt mir so bekannt vor. Treffer! So, aber ein bisschen so eine Sache, dass auch wirklich. Dass das auch wirklich immer dort landet, wo man will. Nee, will ich nicht haben. So. Was haben wir gefunden? War noch was? Dinger hasse ich. Die habe ich schon in Black Flag gab's das ja schon mal. Da habe ich diese Mistdinger, dieses Hinterhergehäschel hinter diesen düsseligen Seiten gehasst. Und hier finde ich es auch wieder einfach nur nervig. Ich bin hier. Das ist stellenweise zwar einfacher, aber im Großen und Ganzen immer noch nervig. Weil einfach das Problem ist, bloß ein Mühe irgendwo nicht richtig gesprungen oder die landet nicht dort, wo ich hin will. Und schon war das ganz umsonst. Geht's lang, da geht's lang. Aber das sind ja hier nicht bloße Sammelobjekte, das sind ja meistens Tattoo-Vorlagen und sowas. Also das Ding hinter oben. Na komm, siehst du hier? Genau das meine ich. Und schon ist es vorbei. Bloß weil die blöde Kuh sich nicht bewegt. Und? Weg ist es. Oh, das ist so zum Kotzen. Da bleibt die einfach hier an diesem Scheiß, bleibt die hängen und springt nicht weiter, sondern bleibt einfach auf der Stelle und, Das. Meine, wenn es jetzt an meiner eigenen Geschicklichkeit liegen würde, wenn das scheitert. Aber das ist es ja nicht. Das ist einfach, weil die es verbockt haben hier. Mit der Steuerung. Ja, das sind ja, glaube ich, meistens Tattoo-Vorlagen und sowas. Deswegen, ist das. Eigentlich schon fast spielrelevant, die Scheißdinger zu kriegen. So, ich bin schon mal gespannt, was jetzt wird. Ja, wenn die jetzt wieder daneben gesprungen wäre, wäre es das schon wieder gewesen. Nicht. Halt! Es war wieder sowas. Einsammeln. Konnte ich gar nicht sehen. Ja, genau. Das ist fürs Tattoo. Und ganz ehrlich, mit den Tattoos habe ich mich auch noch nicht befasst. Und da muss ich, glaube ich, den Tätowierer muss ich, glaube ich, auch erst noch die Hütte bauen. So, was ist denn das hier? Ah, Stufe 160, toll. Stufe 90? Oh, cool. Müssen wir uns dann gleich mal vorknöpfen.